Hallöchen, Freunde, und cool, dass ihr wieder am Start seid. Und vielen Dank erstmal, dass die letzte Folge doch wieder Anklang gefunden hat und ein ganz paar Leute eingeschaltet haben. Daumen hoch dafür. Freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Ja, letzte Folge sehr, sehr beschissen geendet. Und es kommt noch doofer, noch dümmer, noch beschissener. Die Mods funktionieren nicht mehr. Ich bin verdammt froh, dass die Welt überhaupt noch geht. Ich wollte nämlich das Spiel gerade starten und es kam direkt eine Fehlermeldung mit irgendwelchen Dateien sind beschädigt und ich dachte mir so, scheiße, was ist denn jetzt? Ja, halt gesehen, dass ein kleines Update reinkam, ein kleines Patch. Jo, und die Mods funktionieren halt nicht mehr. Also die haben gestört. Ich habe es jetzt erstmal alles deinstalliert und bin aber einfach verdammt froh, dass die Welt überhaupt noch funktioniert. Ich hatte wirklich Schiss, dass der Mod irgendwas in dem Welt-Safe-Game-Dings da gespeichert hat. Ihr wisst schon. Und wir am Ende vielleicht die komplette Welt verlieren. Aber nein, Gott sei Dank nicht. Wir können jetzt halt erstmal nicht wieder teleportieren mit nicht teleportierfähigen Sachen. Schade. Aber mal gucken, vielleicht kommt er bald irgendwie mit Sommerkrone. Okay, gucken wir uns da mal an. Ja, vielleicht kommt ja doch nochmal ein Update von den Mods, also dass die wieder aktualisiert werden, dass es danach hinhaut. Ich hoffe, es dauert nicht so lang. Mal Hose haben wir wohl gar nicht mehr, oder was? Ah, warte mal, hier unten. Dann nehmen wir die hier. Wir ballern uns jetzt einfach mal noch so einen Vorhang mit drauf. Vorhang, genau. Umhang natürlich. Dass wir zumindest maximale Rüstungspunkte kriegen. Ja, weil jetzt müssen wir halt echt mal überlegen. Wir müssen hier mal ein bisschen rumprobieren, wo das nächste Portal ist. Wir haben halt auch kein Boot mehr und nix und ach. So viel Pech muss man aber auch erstmal haben. So wie ich. Und da geht's wieder los. Wir könnten eigentlich auch mal, ich denke mal, dass... Na, ich wollte es noch gar nicht essen. Wollte gerade sagen, ich glaube, jetzt ist mal ein richtiger Moment für so eine Schlangensuppe. Die können wir uns jetzt auch mal gönnen. Moltebeeren haben wir nicht mehr. Ach man, haben wir noch irgendwas Geiles? Das ist eigentlich alles zu low. Gibt zumindest Gesundheit. Komm, hauen wir uns rein. So. Also, was brauchen wir noch? Wir bräuchten noch Waffen. Haben wir überhaupt noch irgendwas am Start? Wo haben wir sie denn? Hier oben. Ein Edelholzbogen. Wie geil. Super. So. Haben wir sonst gar nichts mehr? Doch, wir müssen doch noch Waffen haben. Haben wir oben noch welche? Rinde, Wurzel, Rüstung, Schlamm, Samen, Glibber, Rüstung, Nadeln, Chitin, Trophäen. Scheiße. Warum haben wir denn keine Waffen mehr? Ach, geil. Das macht ja richtig Laune jetzt. Da habe ich die irgendwo anders mit, aber eigentlich nicht. Wir hatten doch zuletzt die Truhen aufgeräumt. Also wir haben erstmal so ein geiles Schild. Jawohl. Damit kommen wir weit. Damit kommen wir überhaupt nicht weit. Aber wir hatten doch auch nicht nur einen Bogen. Bin ich jetzt bescheuert? Wenn wir hier vorne noch Truhen stehen? Nee, ne? Wo ist denn der ganze Scheiß hin? Hm. 203 Leben ist auf jeden Fall schon mal geil. Wir holen uns definitiv noch einen anderen Skill. Wir müssen doch noch irgendwo Waffen haben. Wir hatten doch definitiv mehr. Na gut, wir haben jetzt zweimal Bogen und alles verbraucht, ne? Ach, was macht man jetzt? Was nehmen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber auch nicht nochmal irgendwas schmieden, aber mit so einer Bronze-Axt. Da hochzurennen ist irgendwie auch nicht so das Wahre, oder? Ich sehe schon, wir machen mit dem Boot los und zack, kommt eine Seeschlange. Jetzt müssen wir mal überlegen, unser Boot steht hier, ne? Hier oder hier? Ich glaube, wir sind hier unten angekommen. Hm. Das heißt, wir brauchen definitiv ein neues Boot. Wie sieht es denn vom Material her aus? Wir haben, ja, super Zinn. 4 Eisen. 13 Silber. Das reicht doch für gar nichts. Eisenaxt. Nee. Ach, Leute, haben wir irgendwas Silbermäßiges? Silbermesser. Bringt nicht viel. Hm. Was machen wir?
Ich bin überfragt, Silberschwert, das kostet alles viel zu viel. Wir können es eigentlich nur probieren. Aber wir müssen doch trotzdem noch bessere Waffen haben. Ich werde doch bekloppt. Wir hatten doch so viele geile Sachen eigentlich. Wir gehen jetzt mit der Bronzeaxt raus. Was soll's, wir nehmen ordentlich Tränke mit. Ich hau mir die auch gleich hier mal auf die Schnellwahltasten. Das hätte ich das letzte Mal schon machen sollen. Wir hätten auch noch einen trinken können, aber irgendwie ging das alles so schnell. Frost und Gift brauchen wir nicht. Wir könnten die Axt nochmal reparieren, dann holen wir uns noch schnell einen anderen Skill. Ja, und dann müssen wir mal überlegen, was basteln wir uns denn für ein Boot? Wir haben keine Pfeile. Obwohl ich halt eh der Meinung bin, dass wir mit dem Edelholzbogen nicht wirklich groß was ausrichten können. Naja, so, also was brauchen wir? Wir brauchen irgendwie ein Boot. Nee, das Boot war hier. Ah, ich habe gar keinen Hammer. Werkzeug. Gelbes Banner, lila Banner, oranges Banner, weißes Banner. Maibaum. Den Maibaum gab es doch schon. Wir hatten doch schon einen hier stehen. Irgendwo haben wir uns doch mal einen hingezimmert. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wir brauchen ein Boot. Irgendwas Kleines. Also ein Langschiff wird es nicht werden. Floß ist mir zu klein. Karwe wäre eigentlich ganz geil. 80 Bronzenägel. Hirschfellharz. Haben wir noch Bronzenägel? 74, natürlich. Wir haben bestimmt auch noch irgendwo welche rumstehen. Aber bevor ich das jetzt alles finde... So. Da bräuchte vielleicht auch noch Zinn. Mach mal Bronze. Mach mal Bronzenägel. So, sehr gut. Ach, ein Mist, ey. Ich habe mich echt geärgert. Hat man mir vielleicht auch angemerkt. Aufgrund des abrupten Folgenendes. Aber es wird in Zukunft wahrscheinlich eh öfter mal jetzt vorkommen, dass ich nicht jedes Mal Hallo und Tschüss sage. Weil ich mir vorgenommen habe, einfach mal hintereinander ein, zwei Stunden aufzunehmen und dann jedes Mal auf die Uhr zu gucken. Ganz ehrlich, für euch macht es keinen Unterschied. Ihr wollt das sehen, wie ich zocke und nicht, wie ich Hallo und Tschüss sage. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen... Habe ich denn... Ja, Aufnahme habe ich gedrückt, Gott sei Dank. Hirschfell, Harz, Edelholz. Oh, ich glaube, am Edelholz wird es wieder scheitern, ne? Nee, nee. Mensch, wir haben mal Edelholz am Start. Wo habe ich denn Harz? Habe ich das hier rüben verfrachtet? Nee, hier unten. Gut, haben wir. Jetzt. Müssen wir mal überlegen, wegen Portal. Ich bin natürlich die letzte Folge auch wieder doof, wie ich bin, hierher gerammelt. Aber wir müssten es eigentlich einstecken haben, ne? Sache ist nur, wenn ich jetzt dort ankomme, meine Leichen plünder. Leichnamen plünder. Wir haben keine, dann wird es schon wieder Mist. Aber wir riskieren es. So. Jetzt müssen wir überlegen, wo kommen wir am nächsten raus? Wir fangen jetzt einfach mal ganz rechts an und gucken mal. Hab ich noch irgendwas zu trinken hier? Natürlich nicht. Ach, schön Dachboden. 40 Grad hier drin. Ich muss hier mal irgendwann noch eine Klima einbauen. So, wo sind wir? Ja, nicht wirklich näher dran. Ich hoffe, euch gefällt der neue Look. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, kein rechteckiges Webcam-Dings da am Start. Ebenenbasis ist aus. So, Muttistein. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ja, ich habe es jetzt hier so ein bisschen abgeändert. Ich finde, irgendwie hat das davor ein bisschen zu viel vom Bild des Spiels eingenommen. Ich finde das immer nicht so geil, wenn die Webcam über die Hälfte vom Bild geht. Ja, ich würde sagen, da sind wir nah dran. Hier haben wir das Boot dann anscheinend auch abgebaut, ne? Das müsste ja irgendwo hier stehen, mehr haben wir ja noch gar nicht entdeckt. Nee, alles klar. Ja, ich bin nicht so Freund davon, wenn das so groß ist und so seht ihr mich. Es nimmt nicht ganz so viel ein vom Bild und ihr habt auch den hässlichen Vorhang nicht mehr drin. Also finde ich so an sich ganz geil. Ich hoffe, ihr auch.
Händler, Erkundungen und das war das andere, die sind wir beide schon durchgegangen. ABC ist, glaube ich, irgendwo hier unten, ne? Da waren wir auch in den Ebenen. Ich glaube, das allererste Ebenengebiet müsste das sein. Ja. Boah, wir kommen echt nicht mehr in die Nähe. Ich habe halt keinen Bock auf eine große Bootstour. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, weil... Boah, Seeschlange. Knochenwanz nicht. Opfersteine müssen wir gleich nochmal. Schlange müsste ja dann irgendwo Insel des Todes gewesen sein, oder? Aber gerade da... Weiß ich nicht, ob das so geil ist. So, zeig mal her hier den Schinken. Doch. Ja, ist okay. Weiß nicht, brauchen wir das hier unbedingt? Eigentlich nicht. Ich würde nämlich mal sagen, wir holen uns den Spaß hier. Steck's ein. Sind wir überlastet? Ach, unser Gürtel ist ja nicht mal da. Jetzt sind wir bei 294. Passt gerade so. Ach, ich... Nein. Ich bin ein Depp. Ich bin einfach der größte Depp auf dieser Welt. Jetzt kommt bestimmt gleich ein totes Kido. Wir sind tot. Hoffentlich heißt das Ding jetzt auch Schlange. Bitte, 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 bitte. Ja, Gott sei Dank. Ich habe mir nämlich erstens den Namen nicht gemerkt. Die Schilder heißen ja nicht unbedingt so wie meine Portale, die ich seit gefühlt 400 Folgen umbenennen wollte. Und außerdem wollten wir uns doch hier noch den Knochenmann-Skill holen. Ohne den wird's nichts mit der Ausrüstung. Ach Mann, das hätte doch wirklich nicht passieren müssen. Ohne Scheiß. Wir waren so nah dran. Ich hätte mein Zeug wieder haben können und alles wäre gut gewesen. Aber nee. Musste eine scheiß Wolfsjagd kommen. War die Rache vom Spiel, dass ich so lange nicht am Start war. Ach, Leute. Ach, tut mir leid, ich bin ein bisschen müde. War eine kurze Nacht. Und ein langer Arbeitstag. So. Schlange. Könnten natürlich nochmal Gebirge probieren. Vielleicht haben wir ja doch hier irgendwas. Das würde die ganze Sache natürlich vereinfachen. Habe ich zwar umsonst ein Boot hergestellt, beziehungsweise die Zutaten dafür. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Komm, Spiel, gönn. So viel zum Thema. Na gut, dann riskieren wir es jetzt. Wir machen jetzt Schlangenportal. Rennen durch die Ebenen. Haben notfalls Knochenwanst am Start. Und ein paar Tränke. Und hoffen einfach mal das Beste. Wir müssen das schaffen, weil wenn wir jetzt sterben, haben wir wirklich gar nichts mehr. Also so gut wie gar nichts mehr. Auf jeden Fall nichts, was taugt. Zack. Zack, alles her damit. Direkt Schild raus. Ich muss kurz gucken, in welche Richtung. So ist richtig. Was haben die Wölfe sowieso in der Wüste zu suchen? Das sind Gebirgswölfe. Sind doch viel zu warm hier. Und wo kommen die dann immer alle her? Ja. Boah, geil. Perfekt geblockt, aber das war jetzt hier Reaktion sein Vater. Komm her, Todeskido. Komm. Ja, ich hatte jetzt gelesen, dass Valheim mittlerweile plattformübergreifend funktioniert und auch für Konsolen und so am Start ist, glaube ich. Ne? Ich hatte es bloß mal kurz... Wo war es denn? Twitter oder so? Das ist mal ganz kurz irgendwie nebenbei gelesen, dass irgendwas am Start ist. Aber ich glaube, Konsolenversion draußen und Crossplay funktioniert. Ja, geil. Direkt ein Loks und ein Dorf. Ist natürlich auch geil an alle da draußen, die keinen Rechner haben oder lieber auf der Konsole zocken. Weiß halt nicht so, wie es mit den ganzen Schnellwahltasten funktionieren soll. Die dann einfach durchscrollt wahrscheinlich. Naja, 8 Stück ist ein bisschen viel für einen Controller. Aber naja. Mir soll es egal sein. Ich zock auf dem PC. Warum haben wir denn... Haben wir so ein scheiß Ausdauerding? Ja, wir sind voll auf Leben gegangen, ne? Nein. Ah, und auch noch ein Speertyp. Wir müssen aber eigentlich kämpfen. Ich glaube, der haut uns einen Speer rein. Ah, nee. Doch, er hat immer noch... Na gut, 20. Oh Gott. Wir brauchen 800 Schläge.
Ja, ging noch, aber ich will gar nichts einsammeln. Wir sind jetzt schon überfüllt. Ich weiß halt nicht, was sicherer ist. Gehen wir gleich hier aufs Meer, hier runter? Oder versuchen wir noch ein bisschen durch die Ebenen zu rennen? Scheiße. A2 auch noch. Aber so macht man wenigstens ein bisschen Schaden mit den Blocken. Wenn wir hier perfekt parieren. Ausdauertechnisch sind wir echt scheiße unterwegs, ne? So, komm her, Fullinger. Hallo. Ich will nicht ins Wasser. Da habe ich noch weniger Ausdauer. Komm her. Put, 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 put. Na komm. Jawohl. Ah, man kann gar keinen starken Angriff machen mit dem Ding. Aua. Komm jetzt. Na, das hätte nicht noch sein. Ich treffe das Scheißvieh nicht. So. Ach ja, wird jetzt auch noch Nacht eigentlich? Na, nicht lecken. Ich will nicht nass werden. Hau ab. Okay, ging klar. Ja, wir sind natürlich auch wieder schön abends los. Lass mal schön in der Nacht hier durchrennen. Ach, Mann. Gehen wir nochmal pennen. Eine halbe Folge ist schon wieder rum. Irgendwie gar nichts geschafft. Läuft bei mir heute. Ist nur ein Skelett, ne? Ja, alles klar. Komm her. Wir müssen nochmal pennen. Es tut mir leid, Leute, aber ich habe echt keinen Bock. Wenn wir nochmal sterben, sind wir echt am Arsch. Nein. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich weiß gar nicht, wo wir so wirklich stehen geblieben waren. Wir waren ein bisschen am Sammeln, ne? Wir wollten noch Ressourcen und alles zusammenkriegen, dass wir alles noch fertig machen. Und dann wollten wir hier eigentlich ein bisschen weiter basteln. Aber das Basteln machen wir jetzt im Livestream. Das würde ich jetzt so aus dem Let's Play erstmal raushalten. Und wir zocken hier einfach erstmal ein bisschen Story weiter. Jaklut wartet auf uns. Der Gute muss auch noch ein paar auf die Fresse kriegen. Moin, so. Wir können eigentlich auch mal das Harz und so wegpacken. Komm, ganz fix. Will nicht so viel Zeit verschwenden. Ich will unser Zeug diese Folge noch wieder haben. Das Fell brauche ich doch. Ach nee, warte mal. Ich hab schon wieder völlig doof gedacht. Wir müssen noch ein Boot bauen. Dann sind wir gleich nochmal ausgeruht. Was haben wir denn hier drüben noch? Teersuche. Wir gehen hier nochmal durch, aber ich glaube nicht, dass das näher dran ist. Wir sind, glaube ich, schon relativ nah mit unserem Portal jetzt. Ja. Alter, ist das warm hier oben. Boah. Jetzt habe ich zwar meine Ruhe, aber dafür bin ich ordentlich am Schwitzen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ja, ja. Nee, ich weiß es wirklich nicht. So, komm Schlange. Los, wie sind wir? Wie stehen wir? 19 Minuten knapp. Wir holen unser Zeug jetzt endlich wieder und dann wird hier mal wieder ganz normal weiter gedaddelt. Jetzt sehen wir nämlich auch endlich mal was. Ich würde sagen, wir rennen hier noch ein bisschen am Ufer lang. Ich habe auf jeden Fall gar keinen Bock auf das Dorf da hinten. Ich höre sie schon wieder. Da ist totes Kido, komm her. Oh, zwei. Ja, na klar, es ist, ich hab, oh, na. Ich hab einfach Pech in dem Spiel, ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, was ich hier irgendjemanden getan habe, aber ich habe Odin verärgert oder so, ich weiß es nicht. Komm, ah, geil, ich kann nicht mal mehr zuhauen, weil der zweite Schlag mich dann komplett ausnockt. Entweder kriege ich es richtig gut getimed, ich meine, wir haben ja Dings am Start.
In Sicht dürften die mir nicht so groß schaden. Ist auch noch ein Stufe 1 Typ. Gott sei Dank haben wir Knochenwanz mitgenommen. Das war denn jetzt Ausdauer, das, ne? Ja. Boah Gott, brauchen wir lange. Da brauchen wir aber lange. Komm. Also ohne Knochenwanz wären wir schon wieder direkt am Arsch, ne? Geilster Skill überhaupt. Hä? Ich hab doch geblockt. Ah, mein Blockdings ist voll, ne? Wir wären sowas von tot gewesen. Will nicht wissen, wie viel Schaden der ohne Dings reinhaut. So, wir müssen da rüber. Guck mal, hier geht's noch. Bauen wir Boot? Ja, komm, auf dem kleinen Stück. Wir könnten es wahrscheinlich sogar schwimmen, aber ich möchte es nicht riskieren. Zack. Ist das so richtig rum? Ja. Ich hätte es vielleicht nochmal reparieren sollen. Wie sieht denn der Wind aus? Wieder schön gegen uns, wie immer. Boah, was denn hier passiert? War das vorher schon so? Ist die Kamera dann mit... Ah, warte mal. Ich habe das Spiel ja komplett deinstalliert. Weiß nicht, ob der sich... Nee, doch, hat er sich alles gezogen. Wo war denn das? Nee, verwackeln der Kamera ist aus. Ach stimmt, wir können ja mittlerweile richtig pausieren. Schon wieder gar nicht mehr dran gedacht gehabt. Reiß doch ab. Ach, ging ja nicht. Muss mal kaputt hauen. Kein Bock jetzt. Haben wir wieder irgendwo ein Boot stehen. Falls wir mal wieder sterben, machen wir uns hier ein Boot hin. So. Ja, ich muss komplett deinstallieren. Die Mods habe ich rausgelöscht, das hat aber nichts gebracht. Die haben sich anscheinend doch in irgendwelche anderen Dateien mit reingefressen. Drum hatte ich halt auch echt Schiss. Dass ich das Safe Game verloren habe. Warum müssen die denn jetzt immer im Doppelteam kommen? Er wird mich gleich ausnocken, oder? Nee. War aber ganz knapp davor. Ja, also wenn das der Speicherstand weg gewesen wäre, boah. Ich hätte geheult. Ich hätte wirklich geheult. Ich habe mich seelisch schon darauf vorbereitet, wie ich hier an die Kamera heule. Mit Hello Darkness, my old friend drunter gelegt. Euch erkläre, dass das Spielstand weg ist. Eigentlich sollte es eine Lehre sein, moddet nicht rum in Spielen, aber an sich mache ich sowas auch nicht. Ich cheate auch überhaupt nicht. Aber ich habe es hier halt fürs Let's Play einfach gemacht. Also sag mal der Mod, dass wir tiefer buddeln können. Einfach, dass ich die Sache dort begradigen kann. Das ist jetzt für mich ja keine große Veränderung. Also ich erschaffe mir ja keine Vorteile damit. Soll halt einfach schöner aussehen. Vor allem haben wir halt richtig lange schon gebaut an der Basis und auf einmal merke ich komme nicht tiefer. Ist halt irgendwie doof gewesen. Ich sag mal, mit dem Metall teleportieren und so weiter, ja. Kann man sehen, wie man will, aber eigentlich wollte ich nur das Let's Play ein bisschen spannender gestalten. Mal überlegt mal, wo wir aktuell stehen würden, wenn ich jedes Mal hätte mit dem Boot hin und her gemusst. Wären wir auf jeden Fall nicht so weit. Und vor allem wären es sehr, sehr viele und lange, langweilige Folgen gewesen. Oder ich hätte jedes Mal die Transportwege ohne Aufnahme machen müssen. Das hätte auch wahnsinnig viel Zeit gekostet. Was machen wir? Na gut, der Schlangeneintopf ist ja noch am Start. So, komm, jetzt müssen wir hier mal hoch. Kommt schon wieder das erste scheiß Goblin-Vieh. Was mich gerade ein bisschen abfuckt, ist, dass Knochenwanz nicht mehr am Start ist.
Boah, geil. Ach komm, der eine noch. Einmal kurz berühren mit dem Ding. Nur an der Hacke. Ja, war sogar die Hacke. Ja, irgendwie, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Eigentlich müssten wir noch 15 Minuten warten, aber ich habe keinen Bock. Die Sache ist, die Folge ist eh gleich rum. Wir werden es natürlich nicht schaffen, unser Zeug wieder zu kriegen, weil wir haben bloß noch 4 Minuten. Und bei mir drängelt es auch. Ich kann heute keine Überlänge machen. Ja. Vielleicht lasse ich es laufen. Wir bauen das Portal hin. Ich gehe nochmal an die Basis zurück, dass wir dann nächste Folge mit Knochenwanz starten können. Weil den will ich auf jeden Fall anhaben und dann rennen wir hin. Das Risiko ist so hoch, dass wir sonst nochmal sterben. Haben wir überhaupt... Na doch, Wolfsbrust. Hat uns doch ein bisschen... Ne, der Umhang bloß. Wegen Erfrieren und so denke ich gerade dran. Aktuell kommt noch nichts. Wir klettern hier übers Gebirge. Müssten es eigentlich gar nicht. Ich bin auch schön dumm. Ey, stellt euch vor, der Spielstand wäre weg gewesen. Ohne Scheiß. Oh, stellt es euch besser nicht vor, aber ich hätte mir... Ich hätte geheult und gleichzeitig in die Hose geschissen. Ich mache zwar immer mal, ziehe ich mir die Welt schon raus, also mache halt immer mal Backups davon, aber wenn natürlich die Spieldatei selber am Arsch ist, bringt das auch nichts. Oder wenn das Spiel diese Spieldatei nicht mehr zulässt wegen Patch, dann bringt das natürlich rein gar nichts. Mal gucken müssen, ob man irgendwo die ältere Version vor dem Patch noch gedownloadet bekommt, aber kein Plan. Dass so einfach möglich gewesen wäre. So Leute, was macht man? An sich ist es davon, aber wir wissen auf jeden Fall schon, dass dort extrem viele Viecher unterwegs waren und wahrscheinlich immer noch sind. Und ich hab's keinen Bock, wirklich keinen Bock zu riskieren. Scheiß drauf, wir basteln uns jetzt ein Portal, machen uns nach Hause und dann ist ja erstmal Schicht im Schacht. Und dann können wir gleich nächste Folge starten, Knochenwanz an, hinrennen, Zeug holen, wieder in die Basis zurück. Portal aufbauen und dann ist erstmal alles wieder beim Alten. Gott sei Dank, ey. Wie viele Folgen hat sich das jetzt wieder hingezogen? Na gut, letzte und diese. Trotzdem, eine knappe Stunde. Was so ein Tod einfach mal an Zeit kostet. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir brauchen jetzt nicht noch weiter Zeit vertrödeln. Ich mache das Inventar in Ruhe mal noch leer heute. Später dann, weil jetzt muss ich erstmal los und dann sehen wir uns übermorgen 19 Uhr wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.